Mann! Ah, herrlich. Erst mal gucken. Hi, ne? Du denkst auch, was ist eine geile Milf, ne? Nee, ich bin eine Ilf, ich habe kein Kind. Spaß. Ja, die Luisa hat es eben schon erzählt, mein Programm heißt Im nächsten Leben werde ich Mann. Das habe ich immer so vor mich hingesagt. Vielleicht kennt die eine oder andere Frau das heute Abend hier. Wenn man sich selber so schwer gemacht hat, wenn man sich so im Weg stand, wenn man so alles totgegrübelt hat, anstatt einfach zu machen. Und so richtig mal, dass mir das so laut auch aus dem Mund so rausgerutscht ist, noch auf dem Nachhauseweg war, als ich mir ein Bikini gekauft habe. Hier im belgischen Viertel, ich brauchte einen neuen. Ich hatte den alten nochmal an, aber man hat ihn nicht mehr gesehen. Kennt ihr diese Einkaufsnetze? Egal. Finde ich selber lustig. Und ich bin in so ein Bikini-Fachgeschäft reingegangen. Kennt ihr noch so vom Frühjahr so Büstenhalter-Fachgeschäfte, wo so Büstenhalter-Fachverkäuferinnen arbeiten? Kennt ihr noch die mit der Hand Maß nehmen, so ein Laden? Kennt ihr die? Bin ich da rein? Das sind auch die, die einfach früher immer in die Kabine reinkamen. So, ich komme mal rein. Okay. So, ich komme in den Laden rein. Pass auf. Ist da eine Frau? Ist da ein Mann, der Verkäufer? Keine Frau. Jetzt aber nicht so ein Mann, oh, hallo, da, schauen wir uns mal um, sondern so ein Mann. Hi, Bikini, regle ich, kein Problem. Auf einmal habe ich so gemerkt, wie meine Stimme so total hoch wurde und ich dachte so, oh! Die 16-jährige Mirja war voll am Start, ich hatte so eine hohe Stimme, ich wusste, jetzt können mich Fledermäuse verstehen. So, nimmt er ein Bikini aus dem Regal, den ich auch echt sofort richtig cool fand. Ich dachte noch, okay, Höschen sah ein bisschen knapp aus. Nicht, dass er sich vertan hat und es ist ein Einstecktuch für unten rum. Komme ich in die Umkleidekabine, war da eine Packung Gratis-Slip-Einlagen. Oh, Kontaktlinse rausgefallen. Alles gut. Komme ich in die Umkleide, ist da eine Packung Gratis-Slip-Einlagen, der Hygiene wegen. Dachte ich, okay, nehme ich mir mal gleich ein paar mit für den Notfall. So, jetzt ziehe ich den Bikini an und der Bikini sitzt wie angegossen. Also wirklich perfekt, hundertprozentig, gab es nichts zu meckern. Was mache ich da aber als typische Klischeefrau in so einem Moment? Na, ich ziehe natürlich noch 30 andere Bikinis an. Es könnte ja noch ein besserer dabei sein. Ich habe die ganze Packung Slip-Einlagen aufgebraucht. Dann bin ich anschließend wieder in den ersten, natürlich zurück. Kommt der Verkäufer um die Ecke, ich sage, na, was meinen Sie, bin ich nicht vielleicht doch ein bisschen zu dick für so ein Bikini? Da sagt er... Sie sind eine wunderschöne weibliche Frau. Sie haben perfekte Proportionen. Das Wort Venus fiel und dann habe ich ihn nicht mehr richtig gehört. Ich habe den nur noch wie durch so eine Milchglasscheibe gesehen. Da waren Einhorn, Seifenblasen, jemand spielte Geige. Gut Geige. In meinem inneren Ohr habe ich mich so singen hören, ich gehe mit dir, wohin du willst, auch bis ans Ende dieser Welt. Dann hat er mich so komisch angeguckt, habe ich gemerkt, oh Scheiße, habe ich doch nicht nur in meinem inneren Ohr gesungen. Dann legt der Verkäufer noch einen oben drauf und sagt, ja, der hohe Ausschnitt des Höschens betont ihre langen Beine, macht sie noch länger. Ihr Frauen seht euch selber ja immer völlig falsch. Wir Männer gucken bei einer Frau im Bikini zuallererst auf den Busen und der ist wunderschön. Hä? Ich habe dem Mann null geglaubt, mir selber auch nicht und im Spiegelbild schon mal gar nicht. Ich dachte, ach nee, gehst du lieber nochmal in die Stadt, guckst du lieber nochmal in den anderen Geschäften, findest bestimmt noch einen besseren. Ich war 4,5 Stunden hier in Köln unterwegs, ich war überall. Sportcheck, Karstadt, C&A, kleine Läden, große Läden. Ich hatte alles anschließend, könnt ihr euch vorstellen. Chiasamen, neue Sneakers, Lippenstifte, aber immer noch keinen neuen Bikini. Ich dachte, komm, einen Laden machst du noch, dann machst du aber Feierabend. Hab mir selber ein Limit gesetzt, ne? Wurde ja auch schon dunkel, neue Jahreszeit. So, habe ich gedacht, einen Laden machst du noch. Bin nochmal in so ein kleines inhabergeführtes Lädchen rein, selbe Situation, war aber eine Frau die Verkäuferin. Alles gleich. Ich sag, guten Tag, suche ein Bikini. Da sagt sie, ach, ist Ende der Saison, die guten Teile sind alle schon weg. Da haben wir dann noch Bock einzukaufen. Dann nimmt sie so einen leberwurstfarbenen Bikini aus dem Regal. Ich sag, haben Sie noch Senf dabei? Komme ich in die Umkleidekabine, waren da keine Slip-Einlagen. Habe ich erstmal welche ausgelegt aus der Boutique vorher. So, ich ziehe den Bikini an und extra, weil sie eine Frau ist und ich auch, bleibe ich ganz neutral mit meiner Aussage und sage einfach nur zu ihr, na, was meinen Sie? Da sagt sie, ich weiß nicht, vielleicht sind Sie einfach mehr Typ Badeanzug. Dann haben sie mehr Halt. Halt die Fresse. Ich sag, Halt, haben sie Angst, dass mein Bauch früher im Wasser ist als der Rest von mir? Ach, ich dachte, dann fühlen sie sich vielleicht besser. Ich sag, ja, ich fühle mich gleich besser, wenn ich dir den Mund mit den Slip-Einlagen vollstopfe und dann im Höschen zuknote. Ich bin raus aus dem Laden, ne? Da hatte ich einen Kaffee auf. Das war ja auch nicht das Richtige. Ich wollte ja ein Bikini, habe ich ja ganz klar gesagt.
Also bin ich wieder zurück, ne, zu meinem Superman hier im belgischen Viertel, zum Verfechter des knappen Höschens, zum Rächer aller Weight Watchers Opfer. Und das Geilste war, der stand schon in der Tür, als hätte er auf mich gewartet, grinst quer über die Straße und ruft, na, haben wir uns denn endlich entschieden? Ich sag, ja, ich nehme den ersten Bikini. Da sagt er, das machen alle Frauen so. Übrigens, wir haben auch Schuhe. Und da habe ich auf dem Nachhauseweg gedacht, das wäre einem Mann nie so passiert, oder? Wenn du dir eine Badehose kaufst, wie heißt du? Lukas. Mit C oder K? Mit K. Klassischer Lokomotivführer. Okay, alles klar. Okay, wenn du dir eine Badehose abläufst, wie läuft das? Wie funktioniert das? Wie machst du das? Ich gehe rein, gucke, welche Größe meine Größe ist, nehme die mit. Ja, du gehst rein und guckst, welche Größe und nimmst die mit. Du musst es nicht mal anprobieren, weil du deine Größe kennst. Weil du dein Leben lang die gleiche Größe hast. Da hat die Mutti dir früher vom Chibo Größe 5 mitgebracht und das peist heute immer noch, der Rest wächst oben drüber. Ja, wie geil. Ja? Ich habe mit meinen Freundinnen eine WhatsApp-Gruppe, wo wir gegenseitig Sachen abnicken, wenn wir nicht zusammen einkaufen. Sagt mir bitte, dass ich nicht die Einzige bin, die das hat. Ja? Wisst ihr, wie oft ich schon in der Umkleidekabine gestanden habe und gewartet habe und gefroren habe, bis die zwei Häkchen blau werden? Da macht doch kein Typ, oder? Steht da kein Typ in der Umkleidekabine, macht ein Selfie von schräg oben. Arsch fest, Wampe rein. Und erst wenn der Ulf und der Lukas zurückschreiben, dann kaufe ich die. Nein, dann seid ihr längst raus aus dem Laden, hab Besseres zu tun. Und so hätte ich es ja auch machen können. Ich wusste ja, der Erste war der Richtige. So, und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum habe ich mich denn nicht auf mein Gefühl verlassen? Das kann nur die Evolution sein. Ja, die ist an allem schuld. Ich finde, es geht auch einfach immer gut als Argument. Aber wir Frauen vergleichen uns, oder? Wir vergleichen uns, natürlich. Warum machen wir das? Mädels, warum machen wir so? Warum brauchte ich noch mal eine Bestätigung? Höhlenzeit, Evolution, wir standen vor der Höhle. Wir haben erst mal geguckt, okay, wie hat denn die andere die Höhle dekoriert? Wer war wieder einkaufen bei Höhle24.de? Zwei Coins zum Preis von einer. Weißt du, und ihr Jungs, Lukas, deine Vorfahren, ihr habt's Mammut gejagt. Da musste alles schnell gehen. Ne? Kannst ja noch nicht stundenlang noch dann ausdiskutieren. Ich stelle mir mal vor, wenn ich mit meiner besten Freundin das Mammut gejagt hätte, wir hätten es erst mal besprochen. Meinst du, wir sollen das Mammut nehmen? Irgendwie bin ich unsicher. Vielleicht finden wir noch ein billigeres Mammut. Entschuldigung, könnten Sie uns das Mammut eine Stunde zurücklegen? Nein, es musste alles ganz schnell gehen. So. Und ich finde dieses Vergleichen sowieso total sinnlos. Macht lieber euch Komplimente, Mädels. Ja? Ich sage immer Komplimente statt Vergleichen. Ja? Ich weiß, es ist schwer mit den Komplimenten. Nicht nur machen, sondern annehmen auch. Ja? Aber wenn dir eine Freundin ein Kompliment macht und sagt, oh Mensch, das ist ja eine geile Jacke. Ja? Was sagen wir Frauen dann ganz oft? Ach, die ist ganz alt. Oder die war im Sale. Einfach mal Danke sagen. Annehmen, ja. Das können die Jungs ganz gut, finde ich. Das kann man einfach mal sagen, ja, danke. Und was lerne ich auch noch aus so einer Bikini-Story? Der Mann war super, der war unterstützend, der Verkäufer, der war richtig unterstützend. Ja? Wie figurformende Unterwäsche, Lukas, die ich natürlich nicht anziehe. Spanx kennst du, ne? Kennst du Spanx, diese Gummiteile? Kennst du diese engen Spanx? Wenn du einen Furz lässt, hast du auf dem Rücken Blasen. Siehst du aus wie eine Lavalampe. Kennst du? Nee, brauchst du auch nicht. Deswegen, liebe Frauen, zum Weltfrauentag, ich wünsche euch ein fröhliches Leuchten und ihr seid gut, so wie ihr seid. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.